Willkommen zurück hier zu Gothic 2, die Nacht des Raben in Xalas Turm. Und ich habe hier ein seltsames Gefühl, dass ich ein Snapperkraut essen sollte. Ich weiß auch nicht warum. Schauen wir mal, ob es vielleicht irgendwas mit diesen Dämonen zu tun hat. Zum Beispiel, dass ich danach hier reinrenne und alle erwischen kann. Ja, daran könnte es liegen. Yay. Nochmal Mana-Tränke und ein goldener Ring. Und nochmal zwei Tränke. Und was hast du dabei? Nochmal zwei Tränke. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So lobe ich mir das. Leider kein Kronstöckel, aber hey, man kann ja nicht alles haben. Hatte ich mir schon diese Truhe angeschaut? Ach ja, genau. Hier war das Gitter, das ich auch gemacht habe. Gut. Dann. Ich höre noch was Dämonisches. Das Problem ist nur, ich habe keinen Mana mehr. Ich habe noch 5 Mana, okay, aber ich habe effektiv keinen Mana mehr. Das heißt, bis mittags kann ich schlafen. Dann bin ich wieder voll und kann hochgehen zum obersten Stockwerk und hoffentlich letzten Dämonen. Schauen wir doch mal, was sich hier verbirgt. Ja, da ist doch was. Ich zauber einfach schon mal. Geht hier um die Ecke. 600 Erfahrung, okay. Ein Dämonenlord. Zwei Tränke, also zwei Heiltränke, zwei Mana-Tränke und einmal Dämon beschwören. Hervorragend. Hervorragend. So muss das sein. So, zur Erinnerung. Wir suchen nach einem Stück Gestein, um ein Schutzamulett gegen die Angriffe der Suchenden herzustellen. Und der Schrein, wo ich das finden kann, das ist der allererste im Spiel. Nicht der Belia-Schrein hier auf Xalas Turm, sondern unten bei Lovats Hof. Ne? Da der allererste Schrein, wo ich vorbeigekommen bin. Aber bevor ich da hingehe, möchte ich nochmal kurz runtergehen hier in das Tal, denn hier hat sich auch einiges verändert, seit ich zuletzt war. Um nicht zu sagen, ziemlich viel. Moment, wächst hier was? Oder hat sich die Pflanzen nur seltsam verkreuzt? Die haben sich nur seltsam verkreuzt, okay. Hier wächst nichts. Gut. Wie immer hätte ich hier gerne einen Zauber in der Hand. Vielleicht den hier. Oder den. Ach, keine Ahnung. Ich habe doch keine Ahnung. Das ist doch alles egal. Die Frage ist nur, wie komme ich jetzt hier runter? Bin ich hier richtig? Nein. Oder? Geht's da weiter? Nee, da geht's nicht weiter. Nee. Hier bin ich falsch. Ich muss links runter. So, lass mich überlegen. Um mein Mana bei Pyrokan nochmal um weitere 5 zu steigern. Nee, warte mal. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. 17 Mal. Ha, wie oft kann ich denn beten? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich sollte auf jeden Fall beten, bevor ich meine Tränke trinke. Denn dann bin ich notfalls nochmal unter 300 und kann nochmal die letzten paar Einzelpunkte bei Pyrokan bis zum glatten 300 holen. Drüben ist ein Keiler. Für den brauche ich keine Magie. Gibt es hier irgendwelche neuen Gegenstände? Das kommt ja auch gelegentlich vor in neuen Kapiteln. Nein. Habe ich gespeichert, nachdem ich die Dämonen besiegt habe? Nein. Das mache ich mal lieber. Ich fange gerade schon wieder so damit an, viel zu wenig zu speichern. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Okay, was haben wir hier? Schaut mal, was da drüben steckt. Wenn meine Informationen richtig sind, findet sich hier ein Suchender. Ach, da oben ist ein Keiler. Ach ja, da oben kann ich auch noch hin. Weiß aber gar nicht, wie ich da hinkomme. So, Suchender, wo bist du denn? Hier bist du. Ein Heiltrank und Gold. Vielen Dank. Das macht Spaß. So, 35 Mana. Brauche ich 270. 270 sind... Na, 75 macht 195, 120, 120, 45, hey, ja, okay, 5 verschwendet. Das ist in Ordnung. Jetzt frage ich mich, was wohl dort hinten in der Höhle auf uns wartet. Na, was meint ihr? Könnten es vielleicht Echsenmenschen sein? Tatsächlich, es sind Echsenmenschen. Okay, wie kriege ich die? Ich will möglichst viel auf einmal erwischen. Ich mach das so. Kommt her.
Ja, kommt her. Hervorragend. Als wäre es gewollt. Großartig. Ich muss sagen, das habe ich vorher nicht getestet. Ich war ja zwar offscreen, um mal zu schauen, ob sie es lohnt, ist nichts zu holen. Hierher zu kommen. Da ist nichts zu holen. Ich habe offscreen ziemlich viel erforscht. Aber das mit dem Snapperkraut, das habe ich mir gerade eben spontan überlegt. Und guck mal, die haben noch nicht mal ihre Waffen gezogen. Uah, ein Suchender. Bevor der mich hier anspricht und verzaubert. Noch habe ich ja keinen Schutz gegen die mentalen Angriffe. Noch nicht. So, jetzt fällt mir natürlich wieder einiges an Mana. Wieder 270, also... Ich probiere es mal andersrum. 100? Blödsinn. Und 100? Also zwei hiervon und dann 75. So. Sind hier vielleicht noch mehr von der Sorte? Ja, Echsenmenschen. Ich dachte jetzt eigentlich an Zunder, aber... Echsenmenschen nehme ich auch. Echsenmenschen nehme ich auch. So, und hier... Schaut mal, was hier liegt. Ein Drachenei. Vielleicht kann ich ja Neoras das bringen und er macht dann nochmal... Da ist nichts zu holen. Ein Drachenei. Nichts zu plündern. Ein Drachenei-Gebräu draus. Was mir natürlich trotzdem nicht genug bringt, um... meine Stärke so weit zu steigern, dass ich da wirklich relevant in die Nähe des nächsten, der nächsten Waffe käme. Aber gut, warum nicht? Ich meine, ein bisschen mehr Stärke heißt immerhin, ich mache ein bisschen mehr Schaden im Nahkampf. Gut, ich mache hier einen kurzen Abstecher noch zu Xalas erster Ebene, um mich nochmal hinzuhauen aufs Ohr. Weil ich doch gerne Mana und Leben voll hätte, ohne Tränke zu trinken. Tränke hätte ich dann wirklich gerne für Irdorath. So, was wird der nächste Morgen? Insbesondere heißt der nächste Morgen nämlich auch jetzt, dass ich bei dem Schrein, zu dem ich gehe, nochmal beten kann. Für 100 Gold. 1600. Ich kann auch 16 mal beten gerade. Eventuell reicht es ja schon. Oder kann ich das 15 mal sogar? Also ich weiß, es ist genau aufgegangen beim Pesten. Mit dem Beten und 3 Punkte bei Pyrokar steigern. Das heißt, eigentlich müsste ich jetzt noch 10, 15 oder 20 mal beten können. Ich habe nicht genau nachgezählt. Aber ich kann euch sagen, das ist ätzend. Ich mache es im Kloster. Da geht's halbwegs, weil da direkt nebeneinander in zwei benachbarten Räumen jeweils ein Bett und ein Schrein stehen. Gibt's hier Kavalor noch irgendwo? Nein, aber ein Suchender. Ja, ne? Jetzt nicht mehr. So, was hast du Feines dabei? Eintrag der Geschwindigkeit. Ich meine, hier könnte ich dann noch rüber, da wo der Keiler vorhin war. Das sind zwei, ne? So wie das aussieht. Ja, das sind zwei. So. Ah, Mist. Magische Kunststückchen, sagen die, die tausendmal auf mich draufhauen müssen und dann mit einem Mal mit einem Zauber von mir umfallen. Zuh. Lächerliche magische Kunststückchen. Ihr seid lächerliche magische Kunststückchen. Naja, gewesen. So, wie viel Mana habe ich noch? 35. Warum habe ich noch 35 Mana? Ach so, natürlich, weil ich den einen mit zwei heiligen Geschossen umgelegt habe. Deswegen. Na klar. Ist ja logisch. Das braucht nur 120 Mana. Insbesondere habe ich jetzt aber natürlich 35 Mana übrig. Und kann mich damit dreimal per leichte Wunden heilen. Ich will nur kurz schauen, ob hier nicht doch irgendwelche Gegner sind, die ich zuerst loswerden muss.
Nee, sieht gut aus, denn ich werde jetzt gleich eh beten. Und wenn ich bete, dann wird mein Mana eh wieder aufgefüllt. Das heißt, ich kann jetzt hier schön verschwenderisch sein, mich komplett hochheilen. Und dann bete ich für 100 Gold und bin vollständig geheilt, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, und ihr habt schon gesehen, hier hinten liegt ein Gestein aus gesegneter Erde. Sehr schön. Dann schauen wir doch mal, was es hier bei Lubats Hof Neues gibt. Vielleicht hat sich ja irgendwas verändert. Erzähl mal, Marlet, wie geht's so? Reg dich nicht so auf. Hau schon ab. Okay. Du bist immer noch genervt. Gut, dann eben nicht. Huah, drei Suchende auf einmal. Okay, hier will ich aber gerne wirklich vorher speichern. Sicher ist sicher. Und dann... Wie mache ich das? Vielleicht gehe ich diesmal nicht ganz so nah dran. Da ist er. Mist. Da ist er. Okay. Das war irgendwie verschwenderisch, den ersten mit einem Massensterben umzuhauen. Tja, so kann's gehen, ne? Jetzt habe ich noch 5 Mana. Das ist echt nicht viel. Aber es gibt da ja Lobards Hof. Und ich meine, er hat mir ein Bett angeboten, nachdem ich seiner Frau das Elixier gebracht habe. Das heißt, ich werde da jetzt gemütlich hinspazieren. In die Scheune. Mich aufs Ohr hauen. Und... Oder? Was ist hier los? Moment, da helfe ich noch eben schnell. Das helfe ich. Ja, da helfe ich. Gar keine Frage. Da bin ich dabei. Gut so, gemacht. Das war's mit dir. Da kommt noch einer. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Gut gemacht. Leute, ihr seid so schwach. Weniger. Warte mal. Hier draußen ist es in letzter Zeit immer gefährlicher geworden. Und die Feldräuber werden zu einer echten Plage. Da unten steht noch ein Suchender. Was bist du für einer? Hast du einen Namen? Nee, du hast auch keinen Namen. Bist auch nur ein Bauer. Okay. Gut, wie gesagt, dann werde ich mich jetzt da in der Scheune aufs Ohr hauen. Und wir sehen uns dann wieder mittags in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Auf Wiedersehen.